Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier auf der Neufundertal. Mein Name ist Stefan und ja, in der letzten Folge habe ich das Problem gehabt, dass ich zwar mit der Grassilage richtig an dem Bauernmarkt bin, aber er mir das nicht annimmt. Und ich nicht nachvollziehen kann, warum. Ich entscheide mich einfach dafür, mal die hier liegen zu lassen. Finanziell bin ich jetzt nicht ganz so drauf angewiesen. Genau, und dann lass uns mal aufschneiden. Will ich es eigentlich nicht, ne? So, okay. Hat ja eigentlich immer gut geklappt. So, jetzt wollte ich noch schon gucken. Aufträge. Haben wir noch keinen lukrativen hier drinnen? Genau. Okay, gut. Dann schauen wir uns mal, der ist da angekommen. Sehr schön. So, dann kann ich sagen, der hier. Der muss natürlich die Steine entleeren. Mal gucken, ob man das so hinbekommt. Ist zwar nicht ganz so ideal. Wo steht denn da? Naja, das passt. Und dann mit Steuerung I. Oder war das? Mit 14 geht es auch, genau. Und dann laden wir hier alles aus. Perfekt. Und dich zum Hochdruckreiniger, das passt. Viel Spaß. So, jetzt geht es darum, kann ich mit dem hier Silo laden? Cool. Ladeposition. Nee, halt. Ladeposition ist quasi, wenn was ist, dass er hier parkt. So, und Zielposition ist. Anhänger und Job starten. Keinen Haufen gefunden. Das mal andersrum. Ladeposition. Starten. Keinen Haufen gefunden. Anhänger, ja. Ladeposition sollte eigentlich hier sein, gell? Genau, und Zielposition. Das hat er jetzt erkannt. Mal gucken. Er fährt einmal in die Zielposition eigentlich, genau. Wird blockiert, okay. Dann soll ich mal hier weiterfahren. Und dann fahren wir einmal hier weg. Warte auf Abfahrer. So. Und zwar, wir holen Steine. Wo sind sie denn, die Steine? Steine. Steinbunker und Abfahrer.
beim Universalbrecher. Genau. So, kriegt er das hin? Das sieht doch spannend aus und... okay. Okay, da weiß ich schon, was ich machen kann. Mal gucken, ob das mit dem klappt. Ganz schnell rüberfahren. Und dann war es hier. So, unter den hier konfigurieren. Und zwar Aufbau Standard. Und konfigurieren. Ja. Also was schön hier. Ein bisschen korrigieren. Haben wir hier natürlich halt. Und der hier, der darf. Der hat keinen Kuss wieder. Und der darf, ich glaube, starten. Dann machen wir mal anders und zwar Job abbrechen. Job erstellen. Zielposition. Und Job starten. Okay, mag er nicht, weil er im Weg ist. Dann nehmen wir den hier. Und fahren da weiter. Hat keine Steine. Okay. Die gehen wahrscheinlich alle daneben. Ist nicht schlimm. Autodrive fährt hier hin. Da liegen die Steine. Auch nicht schlimm. Werde ich auf jeden Fall mal hier zumachen. Gemacht und der hier dann auch mal an den Hochdruckreiniger, ne? Wo ist denn der Hochdruckreiniger? Da ist Hochdruckreiniger. Ah, blöde Idee von mir. Jetzt hat das. Einen Weg gefunden. Dann machen wir mal Job erstellen. Zielposition. Und Job starten. Einen Weg gefunden.
Vorhin hat es so gut geklappt, Mensch. Zielposition. Dann machen wir mal anders. Job stellen. Zielposition wirklich hier. So. Fahren aber natürlich näher ran. Job erstellen und Job starten. Na, 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 na. Heide Schnitzka. Heide Schnitzka. Komm schon hier. Die Position halt noch weiter weg. Den Job starten jetzt. Findet jetzt keinen Weg mehr. Er findet keinen Weg mehr. Und als ich das gemacht habe und Zielposition da hatte, hat es ja geklappt. Aber jetzt mal gucken. Weit weg. Die Position. Dann machen wir doch mal die Position hier. Und Ladeposition. Einen Weg gefunden. So kommst du da nicht an. Kommt wahrscheinlich wieder kein Weg, ja?
Mist. Und vorhin hat es geklappt. Neuer Versuch. Hat doch vorhin geklappt. Was für ein Pathfinder Gold Nut ist in Node ist not invalid. Gold Nut, not Gold Nut. Skillposition. Job erstellen. Welchen das ist zurück. Eine Zielposition. Ladeposition. So, und abladen länger. Und Job starten. No path found goal. Ha, das ist doch ein. Jetzt gucken wir mal hier. Modus aktiviert. Game Personalisation. Nein, zeige alle Kurse. Zeige Tastenbefehl. Mal aktiviert. Obwohl, das ist ja alles gar nicht. Erstelle Feld und. Ankunft am Ziel. Ich bin aktiv. Machen wir aktiv. Die aktive Zielarbeit, die Arbeitsbreite. Okay. So, jetzt mal gucken, was er macht. Also, hier haben wir einen Debug. Okay, so. Jetzt gehen wir mal da rein, nochmal in den Kurs-Thema und sagen, hör mal her, Job erstellen, Zielposition. Und dann Job starten. Bending Node. Und jetzt nochmal. Job starten. Einen Weg gefunden. Target Engel. Unload Height.
So hat das letzte Mal so geklappt. Mensch. Mutation, alles. Aha. Da hat es zumindest mal was getan. Ein Weg gefunden. Dann machen wir Zielposition. War blöd. Wird er quasi hier drauf. Und nochmal da drauf. Einen Weg gefunden. Ah, okay, irgendwas passt da nicht. Irgendwas ist ja nicht koscher. Deswegen hat er hier ein Problem. Dann wollen wir hier mal erstmal das deaktivieren. Da hat er ein Problem. Okay, irgendwas stört ihn. Fahren wir mal ein bisschen weiter weg. Geht's jetzt besser? Nein. Seht ihr? So. Jetzt geht's. Dann fahren wir nochmal da zurück. Probieren das Ganze nochmal. So. Kein Kurs und zwar Zielposition. Und jetzt Job starten. Dieser Ruckler, den hat er den am Anfang gehabt? Ich weiß es nicht. Wieder das. Er ruckelt. So, wenn ich ihn jetzt Job erstellen und Job starte. Kein Weg gefunden. Mist. Ich wollte das doch unbedingt mit Cosplay machen. Habe ich das mal raus. Ups, sammelt er das nicht auf. So, langsam fahren.
So. Abstarten. Und er hängt schon wieder. Und ist das der Grund, warum das auf einmal nicht mehr geht? Wohin hat er das ja gemacht? No path found. Na, Bunkersierer, Trailer-Marker ist. Info, Pathfinder Control, no path found. Roll note is invalid. Naja, da habe ich diese Folge schon überzogen. Weiter in der nächsten Folge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.